Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Runde Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Im letzten Part haben wir eine weitere Mission abgeschlossen. Und zwar die mit Varuta und Mipha und haben jetzt hier den Hyrule-Stall freigeschalten, was auch immer das sein soll. Hört sich jetzt nicht so episch an, um ehrlich zu sein. Aber das wäre dann die nächste Hauptmission. Ich möchte jetzt allerdings zu Beginn erstmal ein wenig hier diese Mission abschließen. Ich habe nämlich ein paar Sachen dafür gesammelt. Die Ishirok-Urkunden, die kriegt man hier am Todesberg direkt. Und zwar, wenn ihr hier die Option habt, bei Aufbrechen, nicht beide Kämpfe, auch nicht den Titankampf, nur den normalen Kampf. Und dann relativ am Ende diese kleinen Golems, die muss man besiegen. Und ich glaube, weil ich habe jetzt wegen einem Durchlauf, habe ich so viele bekommen. Ich glaube, man darf auch nicht zwischendurch sterben, sonst werden einem ein paar abgezogen und man bekommt dann nur die, die man dann auch in dem Durchlauf nochmal gesammelt hat. Also, aufpassen und euch nicht killen lassen oder einfach zum späteren Zeitpunkt dahin zurückkehren, weil ich hatte jetzt das Gefühl, das war um einiges leichter. Kann aber auch gewesen sein, dass ich einfach nur den Druck von der Aufnahme nicht hatte und dass der Level ja nicht wirklich dazu beigetragen hat. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der Level, also der fortgeschrittene Level von Link und Daruk und so weiter, dort einem echt gut weiterhelfen kann. So, was gab's noch hier? Dieses. Den Honig habe ich in einem Laden gekauft. Ich weiß jetzt nicht mehr in welchem. Ich glaube in dem hier. Ja, da ist der Honig. Und falls ihr irgendwas braucht für so eine Mission, könnt ihr X drücken. Das hatten wir ja schon mal. Dann könnt ihr einen Sensor anstellen. Und dann seht ihr, wo ihr die Zutaten bzw. die Sachen finden könnt. So, hier das. Hier, genau. Hier kann ich es zeigen. Das hier können wir zum Beispiel noch nicht finden. Oder nicht mehr, keine Ahnung. Hier kann man dann auf jeden Fall einen Sensor anmachen. Wahrscheinlich habe ich das alles schon gezeigt. Aber ich möchte es einfach nur nochmal zur Vollständigkeit sagen, weil ich jetzt nicht hier die ganzen Dinger durchgehen will, woher ich die Sachen überall habe. Deswegen sage ich euch jetzt hier einfach, macht den Sensor an und dann seht ihr es schon, wo ihr die Dinger kaufen könnt. Gut. Hier fehlt uns jetzt noch so eine Blume. Eine Prinzessinnen-Enzian fehlt uns hier. Die habe ich nicht geholt, weil ich die, glaube ich, auch noch gar nicht holen kann. Aber das hier können wir schon mal abschließen. Ich bin schon wieder stärker geworden, oder? Ja. Ja, das bist du. Und ich glaube, das war's im Großen und Ganzen erstmal. Ach, Moment mal. Da können wir was kaufen. Ach, die Heiltränke anscheinend. Okay. Goronengewürz ist es. Und zwar brauchen wir 3 Stück davon. Genau das nehmen wir. Kein Problem. Und dann können wir das abschließen. Vielleicht bin ich stärker geworden. Ja, hast du auch bitter nötig, Zelda. Holy shit, das ist die schwach. Okay, und die ganzen kleineren Missionen, die schließen wir dann in einem der nächsten Parts ab. Ich habe auf jeden Fall nicht so viel Zeit, deswegen musste ich mich jetzt auch beim Sprechen ein bisschen beeilen. Ich kriege Hunger. Das ist lecker. Weil ich habe jetzt die letzten 2 Tage nichts aufgenommen und würde so langsam gerne mal ins Bett gehen. Und deswegen
klatsche ich hier gleich so einfach noch den Part. Dass sich die Piloten der vier Titanen versammelten. Unter den wohlwollenden ich red gleich weiter. Blicken des zeitreisenden Wächters nahm das Training zur Steuerung der Titanen seinen Lauf. Und ein Plan zur Niederschlagung der Monster kristallisierte sich heraus. Zelda verstärkte ihre Anstrengungen, sowohl bei der Inbetriebnahme der Titanen als auch bei der Erforschung der Relikte. Ihre Macht der Versiegelung lag jedoch weiterhin brach und nichts deutete darauf hin, okay, dass sie in näherer Zukunft darüber verfügen könnte. Ja, ich habe nicht so viel Zeit, möchte gerne auch pennen gehen und deswegen klatsche ich den Part gleich einfach noch online. Es gab auch nicht ein einziges Wort des Lobes. Nein, doch ich kann verstehen, dass Vater frustriert ist. Aber, Euer Hoheit, wir sind es, die jetzt etwas unternehmen müssen. Sag Mipha und Daruk, dass wir gleich morgen früh aufbrechen werden, um die Titanen aufzusuchen. Verstanden. Mein Vater denkt, dass meine Kraft nicht erwacht, weil ich einfach nicht genug geübt habe. Wenn ich zu den Titanen gehe, wird er mich wieder schelten. Was? Was soll schelten sein? Okay. Ja gut. Soll einfach noch nicht sein. Die Titanen sind noch dass nicht Kraft erwacht. Kalibriert. Sie müssen perfekt auf die Piloten abgestimmt sein, um ihre volle Stärke zu entfalten. Daruk, ich habe eine Bitte. Darf ich das nächste Mal mit dir trainieren? Ich will nämlich stärker werden. Nur für den Fall, dass etwas geschieht. Klar doch. Ist gar kein Problem. Aber weißt du, uns fehlt noch dieser Ritter, der mit dem Bannschwert die Dunkelheit versiegelt. Wer das nur sein kann. Ja. Ich denke ja, dieser Link. Hier schon wieder? Ja, die machen wir jetzt platt. Zeit, dass du die Bühne verlässt. Nee, nix da. Jetzt kloppt man ein bisschen rein hier. Hab mich schon gefragt, was das Ganze hier soll. Irgendeinen Stall, irgendeine Hauptmission an einem Stall. Was soll das? Aber jetzt wissen wir, was hier abgeht und die Ladezeiten sind wieder endlos lang. Dankeschön. Und was war eigentlich eben am Anfang der Cutscene los, als Zelda mit Impa gesprochen hat? Was zum Teufel? Ich meine, die sahen nicht wirklich clean aus, die Cutscene. Und wie wir einfach durchrollen, ist mega witzig. Was müssen wir hier machen? Besiege die Jäger in der Umgebung, okay. Steht ja da auch direkt rechts. Klar, aber ich hatte jetzt eher auf die Karte geschaut, wo hier so ein gelber Kreis nochmal ist. Und ja, da ist halt keiner zu sehen.
Danke. Was? Zum Teufel? Was ist das für ein weirder Kampf? Ha! Diesmal bin ich aber ausgewichen. Weil er macht irgendwie die ganze Zeit nur diesen einen starken Angriff. Und das war's dann. Er versucht halt irgendwie komisch auszuweichen. Macht dann so einen Schmetterangriff. Und ist dann erstmal bewegungsunfähig. So, und jetzt können wir endlich mal wieder mit Impa zocken. Da hatte ich auch schon richtig Bock drauf. Und wir können hier mit X angreifen. Habe ich das andauernd falsch gemacht? Was ist das für ein... Was war das für ein komisches Zeichen? Und was ich mich auch frage ist... Ah, okay. Jetzt aber. Boom! Jawoll. Ich hab's eben nicht wirklich mit den Symbolen, was auch immer das sein soll, hinbekommen. Aber dann danach die Aktion. Die waren sick. Ja, okay, und ich hab's so spät gemacht. Es galt zwar nicht als Gegentreffer, aber ich konnte ihn auch nicht stunnen. Schade. Und ich sollte vielleicht mal den Typen anvisieren. Ja, keinen Attackenhagel durchbekommen. Aber zumindest läuft es ganz okay. Vor allem, weil ich jetzt so richtig stylisch ausgewichen bin. Das war nice. Oh, jetzt habe ich aus Versehen A gedrückt. Und habe damit den starken Angriff durchgeführt. Aber Impa ist gar nicht mal so stark. Also war das sogar schon nötig. Oh, Moment. Darok ist wieder an der Reihe. Revali und Mipha sind auch hier, aber ich glaube die, nein, die können dann nicht zocken. Alles klar. Dann müssen wir erstmal mit Darok und Impa vorlieb nehmen. Was auch jetzt nicht so schlimm ist. Ich finde, das wurde sowieso mal wieder Zeit. Ja gut, Darok jetzt nicht unbedingt, aber... Habe ich Mipha gesagt? Ich meine Impa, logischerweise. Und auf Impa hatte ich sowieso auch mal wieder richtig Bock. Und er kloppt einfach nur die ganze Zeit. Mit dieser Steintafel auf seine Gegner drauf. Und... Oh shit. Und Mipha meint dann irgendwas von wegen, ja, ich würde gern mit dir trainieren. Ja, okay. Was heißt mit dir? Ich glaube, Darok hat gar kein Training mehr nötig. Er ist einfach so ein riesen Biest an Personen einfach nur. Ich glaube nicht, dass der noch großartig trainieren muss. Aber er muss noch ein bisschen trainieren. Oh, das hat ihm richtig Damage gemacht. Und jetzt können wir ihn auch schon finishen. Holy shit. Das war krank, der Damage. Ja, ihn lassen wir mal einfach links liegen. Und laufen straight zu... Ach, hier geht's weiter.
straight zur Hyrule-Garnison. Garnison, nicht Garnison. Ja, ich bin auf jeden Fall hier. Und die blauen Mob... Blau? Die sehen eher schwarz aus, um ehrlich zu sein. Aber gut. Oh. Stasis. Angreifen. Oh, und das hat ihm richtig zugesetzt. Beim letzten Mal habe ich nicht schnell genug reagiert oder schnell genug gedrückt, besser gesagt. Deswegen war Stasis nicht so wirklich effektiv. Aber jetzt haben wir es hinbekommen. Ich will halt ihn... Ja, jetzt aber. Oder? Wurde ich getroffen? Ich weiß es nicht. Ich will halt ihn lieber angreifen. Ich krieg die ganze Zeit aufs Maul, ne? Ich glaube, ich muss jetzt sogar mal wieder was reinfressen. Und kann jetzt wieder Stasis benutzen. Jawohl. Also diese Kopien von Impa, wenn man davon genug zusammengesammelt hat, kann man so extrem viel Damage machen. Und ich glaube, wir benutzen jetzt mal die Spezialattacke. Stylische Attacke auf jeden Fall. Sie ist halt zu cool zum Schauen. Die Truppen des Blitzmoblins greifen an. Hier direkt bei Daruk? Oder wo? Oder weiß man einfach nicht wo? Besiege die... Okay. Ja gut, da stand jetzt Blitzmoblins. Das hier ist ein Feuermoblin. Und er nimmt den ganzen scheiß Berg mal wieder auseinander, der Junge. Und leider war Stasis eben absolut nicht effektiv. Also kann man das wirklich... nur gut benutzen, wenn es einem auch angezeigt wird. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, er frisst sich nochmal was rein und wir machen mit Impa weiter. Und das hier ist tatsächlich dann auch mal der Blitzmoblin. Dem wir jetzt erstmal den Eisblock in die Fresse hauen. Und es hat schon wieder nicht wirklich was gebracht. Ah, das ist so ein Durcheinander hier. Und hier müssen wir uns auch mal wieder was reinfressen. Gegen ihn könnte vielleicht Feuer ganz hilfreich sein. Ja, auf jeden Fall haben wir ihn. Ich weiß nicht, ob es das jetzt schon war. Also ob das wirklich ausschlaggebend war. Der Feuerangriff. Aber, also ich weiß nicht, ob es auch Eis hätte sein können. Wahrscheinlich schon. Aber es war auf jeden Fall sehr hilfreich. Und das ist die Hauptsache. Komm, weiter geht's. Kann es vielleicht sein, dass wir... Ah, Moment, das will ich kurz austesten. Ja, okay. Man muss damit immer so ein bisschen rumspielen und benutzt es halt auch eher, um zu Gegnern zu dashen. Hm.
Okay. Ich weiß zwar nicht, was ich gerade getan habe, aber es war auf jeden Fall ziemlich krass. Diese Angriffe von Impa sind echt nicht ohne. Nur, wenn man damit manchmal, also wenn man damit so verkackt, wie ich es eben getan habe, dann haben die natürlich absolut keine Wirkung. Ja, und man muss vor allem auch immer unterschiedliche Gegner damit markieren. Und dann dahin dashen. Und ich hoffe, das klappt jetzt vernünftig. Ja, ja, es sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Ah, da bin ich jetzt zu früh hingedasht. Warum ist sie denn jetzt nicht hingesprungen? Und Stasis. Jawohl. Ich glaube, es wäre sogar fast zu spät gewesen für Stasis. Und schon wieder hat er mich knapp verfehlt. Und wir kriegen ihn. Das wären 3 von 3. Und war es das jetzt schon? Bestimmt nicht, oder? Das ist der ideale Zeitpunkt, um das Blatt zu unseren Gunsten zu wenden. Ja, es wäre ziemlich dämlich, das Blatt entgegen Gunsten zu wenden. Aber naja. Was auch immer. Wir wollen hier die Worte nicht auf die Goldwaage legen. Sondern hier die Massen von Mobs killen. Und woher kommen die eigentlich alle? Die können doch nicht alle von Ganon entstammen. Warum dasht er eigentlich immer wieder da hinten hin? In die Ecke. Er will immer in die Ecke hier. Und da können wir aber gut Stasis benutzen. Was spackt das hier gerade so rum? Weil er kann aber auch gar nichts, ne? Er kriegt ja mega viel Damage von Darok. Okay. Schluss mit dem Rumgehampel. Weiter geht's. Weil, wie wir wissen, kann man die Mission auch durch zu viel Rumgehampel verkacken. Und irgendwie komme ich hier nicht rein. Als ob ich von der anderen Seite rein muss. Ja, Impa, dann geh du am besten schon mal da oben direkt hin, bitte. Damit wir nicht so viel Zeit verschwenden. Und ich mache mich dann auf den Weg, um... Oh, das war mega effektiv. Ich mache mich mal hier auf den Weg, um von der anderen Seite zu kommen. Ich weiß gar nicht, bringt das überhaupt irgendwas, die Viecher hier abzuschlachten, die wir, naja, eigentlich gar nicht besiegen müssen? Hilft das vielleicht dabei, die Mission früher abzuschließen oder
macht es dann die anderen Gegner einfacher oder hat man dann da einfach keinen Struggle? Also von wegen, ja, der und der ist gerade in heftigen Kampf. Das kann gut sein. Oder vielleicht ist es auch so, dass man generell diese roten Punkte auf der Map einnehmen muss. Nur, dass das einem immer erst ein bisschen später angezeigt wird. Und das war echt ein beschissener Angriff von mir. Ja, okay. Da war ich jetzt nicht wirklich darauf vorbereitet, dass er so einen Wirbler macht und schon wieder. Jetzt stirbst du aber. Nicht? Doch. Hä, warum ist denn Stasis so ineffektiv mit Daruk? Ich versteh's nicht. Okay. Nevermind. Ist egal, wir haben ihn. Und wir wechseln jetzt wieder zu Impa rüber. Und kloppen ihm direkt mal die Spezialattacke rein. Level up oder was? Na, mach doch! Symbole, Symbole einsammeln! Ja? Ich glaube, mit Impa ist das mega effektiv, das Stasis-Modul. Mit Daruk hatte ich irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass das gar nicht so krass ist. Das scheint wohl echt von Charakter zu Charakter unterschiedlich zu sein, wie effektiv die einzelnen Module sind. Begib dich zum feindlichen Hauptquartier. Jawohl, Daruk, du auch. Los geht's. Hallo? Achso, habe ich schon. Oder, keine Ahnung, hat, glaube ich, gerade irgendwie ein bisschen rumgespackt. Wir haben es auf jeden Fall jetzt. Und jetzt geht's ans Eingemachte, in den Hinox. Holy shit. Das erste Mal, dass wir einen Hinox in diesem Game sehen. Ich glaube, gegen ihn können wir auch gar nicht den Attackenhagel einsetzen. Deswegen würde ich vorschlagen, einfach die meiste Zeit auszuweichen. Oh, scheiße. Ich wusste nicht, dass er auch das kann. Sonst hätte ich logischerweise gewartet. Oh, Moment! Doch! Wir können den Attackenhagel einsetzen. Aua. Und kloppen jetzt mal die Spezialattacke raus. Solange er so extrem verwundbar ist. Und das war sehr effektiv. Wir haben... Ah, was? Wir haben es fast. Wir haben es halt fast. Ein bisschen lächerlich, dass ich da den Attackenhagel bekommen habe. Das ist literally einfach nur rumgelaufen. Und ich habe dann ein bisschen Ausweichen gespammt. Ach, scheiße. Und ich... Ich renne da wirklich die ganze Zeit rein. Ich Idiot. Keine Ahnung, können wir den Attackenhagel auch kriegen, wenn er so komisch rollt? Ja, war... Warum werde ich denn getroffen? Hallo! Warum werde ich denn getroffen bei den Scheiß?
Jetzt muss ich mich halt schon wieder healen. So, jetzt bin ich mal nach hinten ausgewichen. Man darf anscheinend nicht zur Seite ausweichen, aus irgendeinem dummen Grund. Ich weiß nicht warum. Man darf einfach nicht zur Seite ausweichen. Obwohl es einfach nur reasonable eigentlich ist. Und tatsächlich kann man den Attackenhagel auch einsetzen, wenn man dem Rollen ausweicht. Nur man muss nah genug an ihm dran sein. Ich sehe Feuer im Ort. Wo? Oh. Das ist assi. Einfach die Häuser anzuzünden. Ja gut. Hier mit dem Jägeroffizier. Ja, okay. Ich denke, den Fight können wir noch machen. Kann sogar sein, dass es dann schon direkt vorbei ist. Ich weiß es nicht. Dann wird das hier halt mal ein bisschen längerer Part. Aber ich hatte eigentlich... Was? Zum Teufel? Ach so, hier. Hier ist ein Krog. Okay. Ich hatte jetzt eigentlich vorschlagen wollen, dass wir es beim nächsten Mal machen. Und das müssen wir anscheinend auch. Denn es ist immer noch nicht vorbei. Wir müssen jetzt... Ah ne, doch nicht über die gesamte Map laufen. Aber dort drüben hin. Und was der finale Fight von dieser Mission bringt, das erfahren wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.